Hi Luna! Hi Maddie! Ich habe gehört, wir haben heute ein bisschen Arbeit vor uns. Wir müssen nämlich dahin. Ich habe gehört, wir müssen auf den Berg steigen. Tanzdrachen, Level 4. Alter, nein, das wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was intelligenter jetzt war. Von links oder von rechts an den Braten ran? Versuchen wir mal von der versunkenen Stadt, da kannst du durchtauchen, aber ich glaube, das bringt nichts. Haben wir es nicht schon versucht? Wie kommt man auf den Berg hier? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal kurz in mein schlaues Buch, was uns vorgeschlagen wird. Gib's auf, steht da, ganz groß, Caps Lock. Eine Schriftgröße größer und... Da steht fett. Nur auf dem Federberg. Na, ist nicht so, dass man hier irgendwie tauchen konnte? Nee, das war woanders. Aber da kann man von da unten nicht dahin. Oder irgendwie so war das. Da haben wir schon mal gemacht und haben uns geärgert. Ja, schwarz. Irgendwie, ich weiß, guck mal, da sitzt da der Engbert und sagt, nee. Guck mal, wie der guckt. Das ist böse. Eng. Ja. Eieieiei. Wieso kann das kann ich jetzt wirklich, nicht benutzen? Ich glaub, das, wenn wir jetzt echt nicht weiter wissen, weil ich habe auch keine Ahnung, wie man da hinkommt, das könnte einen halben Part dauern, bis wir da sind. Ach. Aber das ist Zelda, da muss man mit Geduld mitbringen. Stell dich mal nicht so an. Die haben alle Geduld. Wir haben sowieso die Geduld weg. Ja, allein, dass wir das spielen hier. Guck mal hier. Das ist die Geduld und die Das Guck mal. Hier, so. So geht du das. Du hast es drauf, Maddie, du hast es drauf. Ja. Okay. Jetzt haben wir Schritt 1 geschafft, aber was ist mit dem Rest? Da guck mal, du musst nur da drauf und dann Jahreszeitenwechsel und dann hast du das. Das ist aber eine Arbeit hier. Natürlich ist das eine Arbeit, aber es halt, guck dir mal den armen Link an, was denkt der, dass ich denn? Der dachte sich auch, mein Gott, das stellt ihr hin und her. Wo war das noch? Frühling, ne? Das ist nur, um eine Welt zu retten. Ja, das ist nur nicht mal seine. Richtig. Der macht hier einen auf nett, weil er ja so halb so ein bisschen auserwählt ist. Das auserwählt ist aber auch der Letzte, der einen Daumen auf den Tisch nicht hatte, ne? Das war ein bisschen Arschlochaufgabe. Ja, du bist jetzt auserwählt, du musst jetzt Überstunden machen. Der das kürzere Streichholz gezogen hat, ja. Auserwählt kennen wir doch alle. So was, ist nichts anderes ist das. Geh du zuerst in die gruselige Hütte, in die unsere Freundin entführt wurde und guck nach, ob da jemand drin ist. Ja, genau das. Gut, hier ist... Mal... Du musst jetzt irgendwie durchtauchen oder so. Ich muss da rein, Luna. Nein. Neben dem Eingang steht da. Ah! Hätten wir uns im Dungeon umgeguckt. Ich sag's dir, ich bin so froh, dass ich dich hab. Ja. Ich glaube, wenn ich das Spiel alleine machen würde, würde ich zwar jeden Tag ein Part raushauen. Wieder zu. Von dem her, den Rest können wir uns wieder selber ausdenken. Das war mir gerade nur, sonst hätte ich gesagt, nee, du, guck mal. Das hätte ja wieder zwei Parts gedauert. Da wären wir drin rumgelaufen und, nee. Ja, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn ich das alleine gemacht hätte, hätte ich, ja, genauso lange gebraucht, aber ich würde jeden Tag ein Part hochladen. Ich würde dann nur rumlaufen in der Botanik hier. Gut, dann haben wir ja alles. Dann können wir ja weitermachen. Dann kommen wir jetzt wieder zum, ne? Beste. Zum Friedhof da, wo der wartet war. Ich freue mich schon auf den Endgegner hier. Der wird mich schon so richtig schön auseinanderhauen. Ach, den packst du. Ich glaube, ich habe das geschafft, bis zu dem hinzuspielen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich habe den nie begriffen, wie man den kaputt machen muss. Ich glaube, das war auch mein Laster. Und deswegen habe ich wahrscheinlich damals aufgehört. Weil ich habe das nie über die Tempelruinen hinaus geschafft, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es ist schon... Oh Gott, ist das lange her. Ja, wie bin ich denn da jetzt hingekommen, letztes Mal? War das hier? Nee, das war... Hä? Da, so links. Runter und jetzt rauf, ne? Irgendwie... Nee. Genau, nee. Da ist... Guck mal, ist aber auch Schnieke. Oh, ja, genau. Das Schild kannst du bemalen, kannst dich daneben sitzen, kannst du sagen, ich bin der Wächter des Schildes. Ja, ich glaube, das nehme ich mit und hänge mir das an eine Klotür. Ja, oder hängst du es dir um wie so eine teigte Kette? Das ist super, ne? Ja, jetzt manchmal wollte ich aber auch nochmal wissen, was da draufsteht. Ja, das sind auch sowieso die Superleute da, die den Mercedes-Stern sich um den Hals hängen, ne? Der einfach irgendwo abgerissen wurde. Tada, der Juwel fügt sich passgenau ein. Der auch! Mann! Der hier auch! Ja, hab ich doch gesehen. Der da auch! Der sowieso. Der sogar im Springen. Guck mal, wie das aussieht. Wie das aussieht! Der Juwel fügt sich da rein. Ja, Link, weiß ich Bescheid, was du da machst. Du machst da was mit dem Loch, du. Der Link ist schon wieder so ein Schlumpf. Und hier nochmal. Oh. Ja, das Loch nimmt er sich mit dem Gesicht vor. Da hat er auch Erfahrung drin. Dann haben wir es ja jetzt. Guck mal. Oh, Oh Gott. Das ist so ein Ding, wo du dann ständig wechseln darfst und hin und her. Und da gibt es sogar, glaube ich, eine Stelle, in der du dann die richtige Richtung haben musst. Das heißt, links, links, unten, rechts. Kennst du ja so verlorene Wälder à la Zelda. Oh ja. Der kann nichts.
Was ist denn jetzt los? Falsche Richtung. Das heißt jetzt nochmal Sonnen... Und dann da hoch. Frühling, ich glaube, wir brauchen den Frühling, dann da hoch. Ja. So. Den Sommer und dann da hoch. Dann können wir da rauf. Perfekt. Da ist eine Höhle. Hau ab! Ach so, mit dem Knüppel kann ich ja nicht. Nee. Hier runter wäre jetzt doof. Ich muss jetzt hier nochmal umstellen. Und dann hier runter. Geht das hier so? Ne, erstmal runter und dann gehst du da links hoch, oder? So. Da geht's aber nicht rauf, Luna. Dann jetzt rechts. Kann der? Hallo. Den kannst du ver... Ah! Na schau mal, Kiek, woher soll man denn sowas wissen? Das weiß ich nicht. Geht das nochmal? Mit einer anderen Statue vielleicht, die du vorhin gesehen hast, die eine. Nee, jetzt kann ich aber rüber und Winter machen, dann komme ich da nämlich rauf. Ah, oh Gott, dieses ständige Hin und Her. Ist ja das so cool. Das ist ein halbes Abitur, was wir hier machen müssen. Los geht's. Und Winter ist. Yippie. Das machen die aber auch umständlich hier, ne? Ich würde da einfach mal eine Leiter hinzupacken und sagen, komm Link, rein da. Das machen die mit Absicht, das ist, damit du ein bisschen nachdenken musst. Oh ja, was brauchen wir jetzt? Sommer meine ich, oder? Oder Frühling? Kann ich nicht das Vieh irgendwie... Hä? Ja, das ist hier gerade so nützlich wie ein Schweizer Käse. Das ist doof. Ich hätte das gerne dann nicht. Lag. Geht das, wenn ich das jetzt mache? Einen der drei vielleicht. Guck mal, schau. Genau, und jetzt veränderst du einfach die Jahreszeit und dann platschen sie da rein. Meinst du, das geht? Na klar. Aha. Na schau mal, Kiek. Uiuiui. Ui. Und jetzt? Hör mal, wollen die mich hier gerade... Pilze, du musst jetzt Frühling oder Sommer? Boah, Luna! Ja, das ist ich dachte immer... Ages wäre das mit den Rätseln. Ja, ich sag ja, das ist hier die Stelle, wo du am meisten Rätsel hast. Na, guck mal hier noch einmal. Dann darf ich die jetzt hier rauszapfen, ne? Genau, jetzt zuppelst du die da raus. Hier. Nimm Pilz. So. Oh nein, nicht die Tante wieder. Madame Tussaud kommt wieder. Da mache ich immer nur Verlust. Die hat jetzt alles schon, was ich brauchen könnte, hat die mir schon gegeben. Hau ab. Rein hier. Ach, dich brauche ich jetzt. Komm, lass einmal mich schön. Was werden denn dann? Aha. Danke. Schnickelti schnack schnack. Das ist aber auch jetzt nötig gewesen, Luna. Ja, oh aber jetzt ist ja wieder Herbst. So, hier ist glaube ich irgendwo. Genau. Nein, nicht jetzt sowas. Das brauche ich jetzt nicht. Gibt's hier irgendwo einen Hinweis darauf, wie das geht? Es gab wohl einen irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem. Oder vielleicht hier in der Höhle. Vielleicht hat der einen Hinweis. Dudel-Dudel-Dai. Hä? Du spielst mir nichts vor? Auch gut. Hä? Aus dem Musikinstrument? Hab ich... Ja, okay. Den hab ich nicht. Ja, jetzt... Siehste. Hallo. Hier. Das ist Musik. Aber das ist, Das ist Musik, Junge! Brennen einfach nieder. So, hast du denn davon, Assi? Nee, ja. Was müssen wir jetzt hier machen, Luna? Ich sag ja, das war das Ding, was mich total verzweifelt hat, weil ich... Irgendwo steht das Rätsel für Lösung, also ein Buch, oh, guck mal, wie... in der Bibliothek oder so. Ah! Warum gibt's hier keinen Urira, den du anrufen kannst? Urira, erzähl! Warte mal, ich versuch mal links. Nee, ist falsch. Hoch. Rechts. Aha. Nee, also... Vielleicht hoch. Runter. Unten, links, rechts. Runter, links. Hoch. Links. Scheiße. Hoch, ja, hoch, komm. Und hoch. Und nochmal hoch. Hoch, ganz oft hoch. Nochmal hoch, komm, nochmal, einmal hoch. Hier, zack, hoch. Und jetzt links, oh, ja, je. Links, nochmal links, ganz viel links. So, und dann wieder raus. Luna, das bringt hier nichts. Wir müssen da irgendwo... Der Typ unten, der weiß ich... Ach, Mano. Der braucht ein Lied, der will aber kein Lied. Können wir nicht was singen hier, oder was? Lalala. Vielleicht... Sing ihm das Lied vom Tod. Hier in der Treppe. Hallo. Was ist der denn für ein Klapskali? Ich kann ja mal kurz gucken, ich verrate nichts, ich werde nur mal kurz mich selbst spoilern. Raus da!
Ich will, dass du da mit mir mal redest. Hä? Zurück, Moment. Soll ich dir noch Weihnachtskugeln kaufen, oder was? Hier. Ich zünd dein Haus an. Stell mal vor, du hast ein Haus, das ist aber eigentlich nur ein Hut. Was ist er denn für ein Arsch? Luna! Jo, ich guck mal schnell nach. Boah, diese Superschleim-Geschichte hier, die ist ja auch schon so ein bisschen dreckig, ne? Ja, ich hau die so lange noch. Oder muss ich erst meine Sachen durchgetauscht haben? Glaubkerl, dieser verrät euch den Pfad zu seiner Lichtung, wenn ihr ihm das Grammophon zeigt. Was, wo ist das Grammophon? Wo soll ich das denn herkriegen? Wir brauchen das Grammophon. Woher? Durch den Tauschhandel. Ja, aber wo? Wir haben jetzt gerade die Tröte. Ist das kein... Das ist ein Megafon. Das ist sogar noch besser als ein Grammophon. Das ist mega. Mann. Wir müssen das dem alten Mann geben. Der, glaube ich, steht auf so Lautstärke. Der hat nämlich das Grammophon. Lautstärke, Mann. Lautstärke. Der ist, hört sich an, als wenn er in irgendeiner Butze dann... Gehen wir nochmal schön ins Dorf, ne? Weil das so geil ist. Und dann laufen wir den ganzen Weg nochmal. Meinst du, mir macht das Spaß? Ach, da ist ja Alf. Den können wir auch nochmal besuchen. Hallo, Alf. Oder wo ist Alf? Da ist Alf nicht. Hier ist Alf. Alf ist krank. Willst du ihm das Megafon geben? Ja. Den haben wir doch schon was gegeben. Okay. Dann machen wir einen Einlauf mit dem. Kokain oder so haben wir ihm gegeben. Nee, der Mann war irgendwie außerhalb des Dorfes rechts, da wo die Katze auch war oder so. Ja, der hat uns das Megafon gegeben. Hatte er nicht das Grammophon? Wir haben dem den Fisch gegeben und haben dafür das Megafon gekriegt. Jetzt haben wir ein Megafon und brauchen ein Grammophon. Das ist aber auch Erbsenzählerei hier sondergleichen. Wer hat ein scheiß Grammophon? Was ist mit dem Typen, der da oben Musik macht? Den meine ich ja. Ist das nicht der? Warte mal. Ah ne, der Katze war der andere, genau. Ich meine, der mit dem Megafon, genau. Der nichts eine will, nichts will ich, warte mal. Der Typ, der da oben auf diesem Berg ja, steht. Ja, genau. Den meine ich ja, das ist das Grammophon. Wo war denn der? Warte mal, der wäre außerhalb des Dorfes gewesen. Ja, ich glaube so irgendwo. Rechts, das, so kommen wir schneller hin. Flupp. Rechts hoch und dann irgendwie... Mann. Ich wollte doch das hier, genau. Bisschen Power machen hier. Falsch. Jetzt eins kommen wir hoch, da wahrscheinlich raus. Hin. Jo. Das ist der Sänger, genau, und jetzt hier irgendwie hoch. Eins hoch. So. Meinst du hier dann? Und dann darauf? Und dann müssen wir hier irgendwie was machen. Nee. Aber ich hab doch gerade schon die Musik von dem gehört. Aber hier kommen wir nicht hoch. Oh Mann, Luna. Vielleicht links lang. Ja. Ja. Jetzt da raus und dann... Dann gibt's jetzt aber... Ja. Lauf geschwind, lauf im Wind. Wenn ich es ein wenig schmieren könnte, dann liefe es viel schneller. Er braucht Öl. Ich brauche auch Öl gleich. Das heißt, wir kriegen von ihm das Grammophon. Alter, wo kriegen wir denn Öl? Wir müssen aber jemand anderem vorher das Megafon geben. Irgendjemanden, der Öl hat. Boah, wer hat denn Öl hier? Ja, das ist... Wir hätten echt nicht so lange Pause machen sollen. Dann hätten wir noch jeden Charakter im Kopf. Shit. Wer hat denn Öl? Bestimmt irgendjemand in Subrosia. Die schwimmen doch da in Öl. Ja, mehr in Lava. Hallo, hast du Öl? Ich will zurück zu den anderen Matrosen oder Schifflord machen, aber der Captain meine, komm hier nicht ohne die Glocke zurück. Warum kann mir keiner helfen? Oh, scheiße, ey, was machen wir denn hier? Der braucht eine Glocke, ja. Ich brauche auch eine Glocke. Kann ich jetzt bimmeln und jemand kommt, der das für mich macht? Ja, dann wollen wir mal nach Subrosia zurück. Ich brauche Öl, der braucht ein Megafon. Tu mal nicht so. Ich hab das, was du brauchst. Wie er sich hier anstellt. Vielleicht einer in diesem Fischdorf, aber da haben wir auch schon getauscht, ne? Ja. Wer könnte ein doofes Megafon gebrauchen? Irgendein Marktschreier oder sowas? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Meinst du, so groß ist ja jemand? Ja, wo sollen wir denn sonst Öl herkriegen? Meinst du, da ist irgendwo hier so einer, ja komm, hier hast du ein Megafon gekriegt, oh, schön, ich habe hier gerade eine, weiß ich, eine Butterbrotpackung voll Öl für dich. Ja, vielleicht hat da jemand irgendwo so eine Flasche Öl bei sich im Hintergrund stehen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal in Subrosia. Was anderes fällt mir auch gerade nicht ein. Hallo. So, Leute, wer von euch braucht Megafon? Nein?
Du hast selten dämliche Klamotten an. Wo waren wir denn noch nicht? Oh Gott, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Das hier, da unten, da gibt's noch was. Sollen wir da mal versuchen? Versuch's. Wer braucht denn Öl von euch, Jungs? Mann. Das ist nicht der. Du brauchst Öl. Ich habe viel zu tun. Oh Gott, du brauchst Öl. Öl. Ne, Öl brauch ich. Wir brauchen ein Megafon. Scheiße. Luna, ich komme ja selbst hier durcheinander. Ey, das kann... Das... Ich hab mal gerade vorsichtshalber geguckt. Wir kriegen fürs Megafon kein Öl. Was? Da kommen noch drei weitere Tauschgeschäfte. Boah. Ja, Luna, du verarschst mich gerade nach Strich und Faden. Kann das sein? Ich verarsch dich nicht. Ich hab das gerade... Ich meine das gerade ernst. Oh nee, was müssen wir denn dann machen? Es ist zumindest nicht in Sobrosia. So viel kann ich dir sagen. Ich wäre auf die Idee auch selber nie gekommen. Oh Gott. Ich gebe dir einfach mal Hinweise. Du musst mit dem Megafon jemand Schlafenden wecken. Ja. Die geht einfach schlafendes Volk. Ja, der Bruger, der Bär da. Der Bruger, der ist auch die ganze Zeit noch am Schnaggeln. Nee, weiß nicht. Ja, wenn der pennen würde, wer denn dann er? Ein Gorone vielleicht. Ah. Nee, ist gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht mehr, wo die fahren. Wo leben denn Goronen? Scheiße, im Wasser. Nein, das waren die Zoras. Oh meine Fresse, das ist auch so ein PR-Gag von der Abteilung von Goebbels gewesen, dass sie da kein so ein Teleporter-Ding auf dem Berg gemacht haben. Meine Güte, jetzt dürfen wir da wieder hochwatscheln, Luna. Mhm. Die sind doch alle besoffen hier. Natürlich, absolut. Oh meine Fresse. Ich will nicht mehr. Meine Güte, das ist doch wohl nicht wahr. Doch, scheiße. Doch. Und dann noch zweimal. Muss ich davon nochmal auf den Berg? Jetzt mal ehrlich. Muss ich das nochmal machen? Ich guck mal, ob du nochmal auf den Berg musst. Gibt's da irgendeinen Teleporter auf den Berg? Nein. Na, sehr gut. Nein, du musst nicht mal auf den Berg. Jetzt darf ich das nochmal tauschen hier. Jetzt darf ich nicht schlagen. Hier ist ein Schlagverbot für Leute, die das andersrum haben, warum auch immer. Nee. Nee. Eieiei. Naja, aber dafür ist das Hausgeschäft dann irgendwann auch komplett zu Ende. Ich finde das ja lustig, aber nicht, wenn man das so immer mal wieder macht. Gut. Hier geht's erstmal nicht weiter. Die Frage ist bloß, wo ist der, weißt du? Da kann ich dir echt nicht helfen. Irgendwo bei dem Berg. Jetzt muss ich weiter nach links, ne? Wahrscheinlich. Gut. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Mach einfach, du schaffst hier nicht. Rein. So, da sind die Goronen. Das sind viele Goronen. Ja, das sieht doch schon so aus. Guck mal, da ist Lava, da fühlen die sich drin wohl. Ist schön warm. Ja, guck mal hier, da sind ja schon hier, die Digis. Guck mal da, genau. Da ist nix. Ja. Da war bestimmt jetzt in dieser Vase irgendwas drin, was man unbedingt braucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Mhm. Ein geheimer Schlüssel, der ist für den letzten Palast erst notwendig. Was mache ich hier eigentlich gerade, Luna? Guck mal, jetzt sind Drachen hier. Und die schießen. Was ist denn los hier? Wenn du runterhüpfst, kommst du in eine extra Höhle. Hallo. Da ist bestimmt jemand drin. Guck dir den an. Für sich allein zu leben ist nett, aber man ist oft einsam. Wahrscheinlich muss ich dem Plüschpüppchen ergeben, dann darf ich da wieder rauf. Hier, das sieht doch nach Goronen aus. Ja, weil hier so ein versperrter Weg ist, oder was? Ja. Die leben noch. Ach, guck mal. Schau mal. Hi! Brauchst du? Kleinen, nein, brauchst du nicht. Die kleinen Erdnussschädel. Brauchst du? Nein, brauchst du auch nicht. Die Goronen hatten wir schon. Dem haben wir irgendwie so eine Pfanne gegeben oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Dafür haben wir eine Vase bekommen. Ist das hier richtig, Luna? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es doch auch nicht. Wieder Gegner, das kann nicht richtig sein. Ich glaub nicht, geh mal oben links dann weiter. Ja. Och Mann. Das war nur das erste der Tauschgeschäfte. Ja, und was mit ihm? Hi. Goronenvase, Fische tauschen. Ja, das ist ein schöner Hint, aber das haben wir schon gemacht. Kein Schnupfen. Lava. Oh je. Ja, das kann was werden. Vielleicht raus? Was ist das denn da eigentlich? Ne Schatzkist. Kriegen wir hier eigentlich einen Enterhaken? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein Enterhaken-Preisspiel. Ich glaube, hier geht's zu Bickeron. Hallo!
Brauchst du zufällig noch ein Megafon? Nee, ne? Der ist schon so groß, der braucht noch ein Megafon. Der holt sich da so ein bisschen Öl aus Arschritzen und dann sind wir glücklich. Geil. Koronenöl. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, du musst irgendwo einen Goron finden. Boah. Der schläft. Den du aufwecken musst mit deinem Megafon. Der schläft bestimmt irgendwo anders. Ganz allein für sich. Ja. Versperr den Weg. Wahrscheinlich. Ach, Luna, das ist nicht dein Ernst. Hier drin. Nein, ist aber auch gut. Ist lustig. Ja, dann hau mal einen Gaschakern rein. So. Ach, Luna, das ist jetzt gar nicht wahr. Ich kann ja nicht für. Wo ist das? Das ist alles voller Goron hier und keiner davon hat sich mal eine Runde hingelegt. Einfach warten, irgendwann schlafen sein. Ach ja. Ich sing dir ein Schlaflied oder gib dir einen Schnaps oder sowas. Goron Schnaps. Ja, das Boah, ist es. Fast. Komm schon, du schaffst es. Gib ihm. Gib ihm. Ja. Okay. Na, hier ist aber falsch. Hier ist Endgegner. Sieht zumindest nicht richtig aus, ja. Das sieht sehr tempelig aus. Vielleicht liegt ja in Corona rum. Weißt du's? Wo sind wir denn jetzt, ey? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Das sieht sehr ruinig aus. Hier waren wir doch nie, oder? Nö, haben wir echt noch nicht gemacht. Tatsache. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Oder ist hier ein Gorone? Hallo, ich bin leider beim Endgegner mal eingeschlafen. Kannst du mich mal wecken? Ich glaube nicht, dass hier einer ist. Das sieht auch sehr gefährlich aus, muss ich gestehen. Also. Hauen wir mal lieber ab. So, gut. Einmal Pech. Wind. So, wohin wollen wir denn jetzt? Zum Gorone. Ja, wo ist denn der? Na, auf dem Berg. Ich kann dir nichts anderes sagen. Ich weiß es auch selber nicht. Ich kann ja auf dieses Bild gucken. Es ist unglaublich. Versunkene Stadt. Dann müssen wir nochmal auf den Berg. Oh. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das ist kein Corona, ein schlafender Talon. Ich habe mich getäuscht. Das ist ein Mensch, der auf dem Berg schläft. Nur dann, du fängst dir gleich eine. Tut mir leid, ich habe dich verwirrt. Wir brauchen einen schlafenden Talon. Das ist doch dieser Bauer da. Irgendwo Federberg, Westen, Frühling. Das ist aber auch genauso hilfreich, als würdest du sagen, da Norden, Baum. Ja, das ist unglaublich, was das Spiel hier wieder macht. Kinder, ich guck jetzt mal. Federberg, ist das der Blödsinn hier? Ja, ja. Dann gehen wir da hin. Den Talon, den mach ich in diesem Part noch. Das ist, Leute, ohne Gnade. Wir schaffen mal wieder nichts. Wir sind jetzt schon wieder wie lange jetzt? 23 Minuten am Rumhampeln hier und nichts ist passiert. Ist das hier Frühling jetzt? Das sieht nicht Frühling aus. Oder ist das Frühling? Es könnte auch Herbst sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Sommer. Ich brauche einen Frühling und dann irgendwo im Westen hochklettern. Das ist unglaublich. Vor allem, weil wir da ja gerade waren, als wir diese doofen Schatzsachen da gesammelt haben. Hätten wir den einfach mal anpuppen müssen, einen Weg weiter, und dann hätten wir das hingekriegt. Richtig, aber das konnte man ja vorher nicht wissen. Das Schlimme bei der Sache ist, dann denke ich immer an die Zuschauer, die dann vor dem Bildschirm sitzen und denken... Aber stell dir mal vor, ich hätte es nicht nachgeguckt, wir hätten es niemals nicht rausgefunden. Wetten, hier drin ist er. Da ist er, pass auf. Schneeball! Er scheint dich nicht zu hören. Weckst du ihn mit dem Megafon auf? Ja! Was für wer jetzt hier? Ich? Da gibt es ja nicht. Ich hab den Winter ganz durchgeschlafen. Nun komme ich nicht mehr zum Gipfel. Naja, ich werde nach Hause zu Marlon gehen. Brauchst du das Megafon noch? Ich gebe dir einen Pilz dafür. Schönes Pilz, das wär's jetzt. Ein richtig gutes Pilz. Okay, Luna? Jo? Für das, komm, mach. Was? Ja, vorlesen jetzt, komm. Also für das. Erhältst du den? Ha! Pilz. Pilz. Ein Gestank ist das! Jetzt ist der Gestank weg. So, dann guck mal hier noch ein bisschen Geld. Oder einen nur Ring. Ring. Lass mich später schauen. So, Kinder, aus jetzt, Ende. Ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause, trinken jetzt einen Pilz. Und dann ist der Abend auch gelaufen.